Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum astrologischen Forecast für den Monat November. Meine Lieben, ich bin ein bisschen spät dran. Das liegt tatsächlich an der vorhandenen Energie und auch am rückläufigen Merkur, der mittlerweile wieder den Vorwärtsgang eingelegt hat. Und ich sehr froh darum bin, denn ich bin Jungfrau und Merkur ist mein Herrscherplanet und ja, er schlägt mir immer extrem aufs Sprachzentrum, deswegen kommt dieses Reading jetzt etwas verspätet. Bevor ich jetzt hier auf die allgemeinen Energien eingehe, möchte ich kurz gerne zwei, drei Sachen loswerden. Zum einen, meine Lieben, ja, jedes Reading, alle vier Elemente fangen gleich an, weil ich erst auf die allgemeinen Energien, auf die astrologischen Ereignisse eingehe, die für uns alle gültig sind. Die einzelnen Elemente-Readings fangen an, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Ihr findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann ihr diese allgemeine Information überspringen könnt und wann es direkt zur einzelnen Elementelegung geht. Aber ich habe in den letzten oder die letzten Male, als ich das gemacht habe, zum Teil auch wirklich sehr unfreundliche Kommentare bekommen, warum denn jedes Video bei mir gleich anfängt. Also, ja, diese Videos fangen alle gleich an, weil das hier Energien sind, die für uns alle gleich zur Verfügung stehen, beziehungsweise die uns alle gleich betreffen. Des Weiteren ein kurzer Hinweis an meine Soul Family, an diejenigen, die auf meinem Patreon-Channel sind. Ihr findet die Zusatzvideos zu allen vier Elementen auf meinem Patreon-Channel. Für diejenigen, die nicht wissen, was Patreon ist, das ist ein kleiner Kanal, den ich zusätzlich betreibe und jeder, der Interesse daran hat, ja, in meine Soul Family einzutauchen, möchte ich jetzt mal sagen, der findet auch unten in der Infobox ein kurzes Erklärvideo von mir und alle Infos, die ihr braucht, was ihr auf meinem Patreon-Channel findet und wie ihr da ja, Teil meiner Community sein könnt. Genau. Dann noch ein ganz kurzer Hinweis an diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind. Hi, schön, dass ihr da seid. Auch ihr findet unten in der Infobox alles, was ihr zu mir und meinen Readings wissen müsst und wie ihr solche Kartenlegungen interpretieren könnt. Und ja, ich glaube, das war's, was ich so an allgemeinen Sachen sagen wollte. Gut, meine Lieben, wenn ihr hier mal so einen Blick über die Karten schweifen lasst, werdet ihr sehen, dass es eine Energie gibt, die wirklich, wirklich dominant ist, nämlich die Skorpion-Energie. Wir haben hier vier Skorpion-Karten auf dem Tisch liegen. Und generell, jeder, der vielleicht auch schon meine astrologischen Forecasts kennt, hier liegt eine Menge. Hier liegt wirklich eine Menge Energie, die jetzt im November passiert. Es ist quasi ein Happening nach dem anderen. Und ich möchte jetzt schon mal vorneweg sagen, wir werden um Veränderungen, der Tod steht für Ende und Neuanfang steht für Transformation. Wir werden in diesem Monat nicht um Veränderungen herumkommen. Wir werden uns dieser Dark Night of the Soul möglicherweise auch wirklich stellen müssen, denn diese Skorpion-Energie, sie hat es wirklich doppelt und dreifach in sich. Und an all diejenigen, die ein Problem mit Veränderung haben, es ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn ihr euch schon mal mental darauf einstellt, dass sich Dinge verändern werden, denn genau das wird in diesem November stattfinden. So, wir fangen mal an. Also, mir sind sogar die Todkarten ausgegangen, deswegen musste ich jetzt eine Karte aus einem völlig anderen Tarotdeck nehmen. Die Sonne steht im Zeichen des Skorpions. Und Skorpion-Energie, da geht es wirklich um tief sitzende Dinge, wirklich so dieses Dark Night of the Soul, also wirklich auch nochmal schwere Energien. Ich kann das am eigenen Leib bestätigen. Ich hatte gestern mal wieder, und das habe ich in den letzten zwei Wochen so oft, einen Tag, wo ich mich mit Gefühlen auseinandersetzen musste, die mir irgendwie fremd waren oder die es auf jeden Fall unbequem und ungemütlich waren. Und hier geht es wirklich darum, dass aus unseren tiefsten Kisten die Emotionen, ne, Skorpion ist ein Wasserzeichen, die Emotionen, die wir in wirklich aller tiefste Kisten gepackt haben. Möglicherweise Emotionen, mit denen wir uns noch nie beschäftigt haben, die noch nie raus wollten, dass wir uns mit denen eben jetzt auseinandersetzen müssen.
So, diese Karte legen wir mal auf die Seite. Das war Sonne in Skorpion. Es fing an, wir haben ja schon den 5., aber wir sind so noch so ein bisschen in der Shadow-Phase. Es fing an mit 3.11. Merkur wird wieder direkt. Merkur, unser Planet der Kommunikation, war jetzt 3 Wochen lang in der Rückläufigkeit. Das macht er dreimal im Jahr. Deswegen ist das jetzt nicht das Riesen-Happening. Nichtsdestotrotz, während seiner Rückläufigkeit ist Mars wieder zurück ins, Quatsch, Mars sage ich schon, Merkur wieder zurück ins Zeichen der Waage gezogen. Waage ist unser 7. Haus, da geht es um Beziehungen und Partnerschaften. Also alles, was wir innerhalb von Beziehungen und Partnerschaften jetzt nicht nur auf die Liebe bezogen, sondern einfach nur ja, Menschen, die uns am Herzen liegen, also auch Familie und Freunde, alles, was da noch kommuniziert werden möchte, wir haben jetzt die Möglichkeit mit dem direktläufigen Merkur, der noch bis 10.11. im Zeichen der Waage ist, wirklich Dinge zu klären in unseren Beziehungen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wirklich Kommunikation zu haben, die für Balance sorgt. Denn am 10.11. zieht Merkur weiter ins Zeichen des Skorpions und sorgt eben hier auch wirklich für Veränderungen, für Transformationen. Also wenn es noch irgendetwas zu sagen gibt, wenn du noch etwas zu klären hast, dann hast du jetzt bis 10.11. wirklich Unterstützung vom Universum, Gespräche zu führen, die wieder für Balance sorgen. Und nach diesen Gesprächen kann sich dann auch etwas verändern. So, dann haben wir, meine Lieben, am 13. ein ganz kurzer Hinweis. Alle astrologischen Forecasts, die ich schaue, schaue ich auf Englisch. Das heißt, ich bin jetzt auch schon öfters mal darauf angesprochen worden, dass mein Datum oft einen Tag versetzt ist. Ich habe jetzt natürlich schon mal geschaut, wie das auf dem Deutschen ist. Aber sollte da hier irgendwann mal ein Tag früher oder ein Tag später sein, dann, sorry, meine Lieben, ich schaue die Sachen auf Englisch. Ich mache mir meine Notizen aus diesen englischen Forecasts und Energie kennt kein Datum. Also ich bleibe bei den Daten, die ich erhalte. Wenn das in Deutschland ein Tag später ist oder ein Tag früher ist, dann bitte nagelt mich nicht fest, weil Energien kommen sowieso dann, wann sie kommen und nicht Punkt 13.11. Wollte ich kurz sagen. So, 13, hoppala, 13.11., meine Lieben, Jupiter-Pluto-Konjunktion. Und zwar das allerletzte Mal im Zeichen Steinbock. Und Steinbock ist eine Energie. Wir kommen jetzt, oder ja, wir verlassen Richtung Dezember, das Steinbock-Alter. Und Jupiter, Pluto als auch Saturn haben sich in den letzten 200 Jahren nur in Erdzeichen getroffen. Das heißt, wenn wir jetzt mal so Revue passieren lassen auf die letzten 200 Jahre, da ging es wirklich darum, Erdenergie, da ging es um Strukturen aufbauen, da ging es wirklich sehr viel um materielle Werte, sehr viel um das, was ich habe, um das, was ich besitze. Und jetzt, wo wir das Wassermann-Zeitalter einläuten, Wassermann, ein Luftzeichen, wo es sehr viel mehr wieder ums große Ganze geht oder um die mentale Ebene, um die Bewusstseinsebene. Wir verlassen jetzt dieses Steinbock-Zeitalter und verlassen auch die Strukturen, die in den letzten 200 Jahren aufgebaut wurden, die uns zu eng wurden, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und diese Jupiter-Pluto-Konjunktion. Pluto ist auch Skorpionenergie. Jupiter ist unser Glücksplanet, ist der Planet, der uns vorwärts bewegt, der uns neue Möglichkeiten bietet. Und diese beiden treffen sich jetzt am 13. das letzte Mal im Zeichen des Steinbocks. Das heißt, wir haben wirklich grundlegend die Möglichkeit, aus dieser Energie ein für alle Mal auszubrechen und wirklich Dinge zu verändern, möglicherweise auch wirklich so ein bisschen den Blick auf die Welt verändern oder was auch immer der Teufel für einen selbst ist. Diese letzte Konjunktion schmeißt uns nochmal die Themen aufs Tablett, die wir möglicherweise noch nicht vollständig transformiert und abgeschlossen haben. Und ich freue mich darauf, meine Lieben. Ich öffne der Veränderung Tür und Tor,
weil ich wirklich hoffe, dass ja, dass man aus diesen ganzen Anhaftungen, aus diesen ganzen Fesseln nun ein für alle Mal herausfindet. Diese Jupiter-Pluto-Konjunktion geht auch zurück auf Januar diesen Jahres. Das heißt, du könntest tatsächlich auch nochmal mit Themen aus Januar beziehungsweise aus diesem ganzen laufenden Jahr konfrontiert werden, um sie vollständig, ne, wirklich vollständig abzuschließen. So, 14.11., meine Lieben, und darauf freue ich mich persönlich am allermeisten, muss ich sagen, wird Mars wieder direkt. Mars war jetzt 22, ach Quatsch, 2,5 Monate in der Rückläufigkeit und der hat wirklich für Frustration gesorgt, für erhitzte Gemüter, für Streitlustigkeit. Der hat wirklich, ja, der hat alles so an die Oberfläche geholt aus der Vergangenheit, was sich wirklich angeschaut werden wollte, was wirklich in die Hand genommen werden wollte. Mars wollte wirklich, dass wir unsere Vergangenheit aufräumen und das hat eben bei vielen Menschen für Wut und Frust gesorgt. Das ist so eine typische Mars-Energie und ich bin sehr froh, dass der wieder direkt läuft und dass wir jetzt endlich wieder Dinge anpacken können, die Richtung Zukunft orientiert sind. Also kein mehr, kein Aufräumen der Vergangenheit mehr, sondern wieder, ja, Ärmel hochkrempeln und an der Zukunft arbeiten. Und dabei ist uns Mars sehr behilflich. Dann haben wir am 15.11. den Neumond im Skorpion. Nochmal Skorpionenergie, meine Lieben. Und hier steht: Work through your fears, also arbeite dich durch deine Ängste. Und genau das macht diese ganze Skorpionenergie, ne? Wirklich, es geht darum, sich mit seinen eigenen Schattenthemen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass der ganze November nochmal wirklich viel Schattenarbeit von uns erfordert, aber nur, um neue Erkenntnisse über sich selbst und über seine Emotionen zu bekommen. Und dieser Neumond ist ja immer der Beginn eines Zyklus und dieser Neumond am 15.11., genau in der Mitte des Monats, setzt einen Startschuss für wirklich grundlegende Veränderungen, wenn wir es geschafft haben, uns vorher durch diese Skorpionenergie auch durchzuarbeiten. Wenn wir uns unseren Ängsten stellen, wenn wir wirklich eine ehrliche und klare Bestandsaufnahme unserer Gefühle vorgenommen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns da gar nicht drum herumgekommen sind. So, jetzt habe ich in dem astrologischen Forecast, den ich mir selbst angeschaut habe, meine Lieben, beziehungsweise ich habe mir ja mehrere angeschaut und alle sagen das Gleiche, nämlich die zweite Hälfte dieses Novembers mit Startschuss von diesem Neumond ist das Licht am Ende des Tunnels, der Tunnel 2020. Das heißt, dieser Neumond sorgt wirklich dafür, für grundlegende Veränderungen, oder meine Lieblingsastrologin hat gesagt, the real truth is coming out. Also die wirkliche Wahrheit kommt ans Licht. Und darauf bin ich sehr gespannt, weil, wie gesagt, alle astrologischen Forecasts, die ich geschaut habe, sprechen davon, dass die ersten 2 Wochen in diesem November sowas wie eine Vorbereitungszeit sind, so wie, ja, ne, so zieh dir deine Rüstung an, denn das, was die zweite Hälfte des Novembers bringt, ist wirklich sehr transformierend. So, dann haben wir am 21.11. Venus, die aktuell im Zeichen der Waage ist, habe ich gerade gesagt, ne? Waage, unser Beziehungshaus. Venus möchte wieder lieben. Venus macht sich sehr viele Gedanken über Beziehungen. Wie kann eine funktionierende Beziehung oder was muss ich einbringen, damit ich eine funktionierende Beziehung führe? Was wünsche ich mir in Beziehungen? Das sind so die Aspekte, mit denen wir uns in den ersten 3 Wochen dieses Novembers beziehungstechnisch wirklich auseinandersetzen. Was sind meine Ziele? Was bringt mir Ruhe? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Mit welchen Konsequenzen muss ich leben? All das macht Venus, bevor sie dann auch ins Zeichen Skorpion, hier nochmal Skorpion, einzieht und auch eben in Beziehungsdynamiken grundlegend für Veränderungen sorgen möchte. Und genau da hilft ihr dann der Mars, der wieder direktläufig ist. Mars und Venus sind unser weiblicher und unser männlicher Anteil in uns, was Beziehungen angeht. Und genau daran werden wir auch in diesem November arbeiten.
Und gleichzeitig zu diesem Venustransit tritt die Sonne dann auch in das Zeichen Schütze ein. Schützekarte habe ich gar nicht rausgelegt, sehe ich gerade. Schütze ist. Ich hole sie schnell raus. So viel Zeit haben wir, oder meine Lieben? Wir haben so viel Zeit. Ja, wundervoll, wenn sie direkt hier oben ist. So. Das ist Schütze-Energie. Die Sonne tritt in Schütze ein und dann geht es wirklich um Harmonie. Dann geht es wirklich wieder um in Einklang sein. Dann geht es um ruhigere Energien. Also, das hier alles könnte sehr, sehr, sehr aufwühlend sein. Könnte sehr transformativ sein. Aber nur, um dann eine andere Basis, eine andere Harmonie, einen anderen Einklang zu finden. So, 29.11., meine Lieben. Neptun wird wieder direkt und zwar im Zeichen der Fische. Und Neptun ist der Planet, der uns vielleicht in seiner Rückläufigkeit wirklich ein paar Illusionen aufzeigen wollte, der uns vielleicht auch wirklich so ein bisschen ins Träumen gebracht hat, der uns auch wirklich innerhalb seiner Rückläufigkeit sehr nostalgisch gemacht hat und ja, dass man so in Erinnerungen geschwelgt hat. Wenn Neptun am 29.11. wieder direkt wird, geht es wirklich mehr wieder darum, sich seine Zukunft zu visualisieren, von seiner Zukunft zu träumen, vielleicht auch wirklich eine neue Vision, denn das ist Wassermann-Energie und Wassermann-Zeitalter erwartet uns im Dezember. Eine neue Vision, ein größeres Bild vom Ganzen, vor allem ein spirituelleres Bild vom großen Ganzen zu bekommen, was vor uns liegt. Dann, meine Lieben, am 30.11. haben wir einen Vollmond in den Zwillingen und dieser Vollmond in den Zwillingen ist gleichzeitig auch eine Mondfinsternis, die erste. Und hier steht, The answers you need are coming. Also die Antworten, die du suchst, werden kommen. Und Zwillinge ist liebende Energie und deswegen glaube ich, du wirst vom Universum hier sehr deutlich deinen Weg gezeigt bekommen. Du wirst Antworten bekommen, die du brauchst. Ob das die Antworten sind, die du dir wünschst, das könnt ihr nur oder das werdet ihr nur selbst erfahren, aber du wirst die Antworten bekommen, die du brauchst, um finally deinen Weg einzuschlagen, den Weg, der von dir bestimmt wurde oder der für dich bestimmt ist. Also, wie ihr seht, meine Lieben, eine wirklich, ihr seht ja selbst, wie viele Karten hier heute liegen in diesem Forecast. Viel, viel, viel Energie. Also schnallt euch warm an. Nee, Quatsch, das macht keinen Sinn. Schnallt euch an, zieht euch warm an, das wollte ich sagen. Und bereitet auf euch vor, wirklich. Stellt euch darauf ein, dass der November es wirklich in sich hat. So, jetzt haben wir hier noch den Turm und den Hierophanten. Uranus rückläufig in Stier. Das steht uns noch bis Mitte Januar zur Verfügung, diese Energie. Und da geht es wirklich darum, das, was ich gerade gesagt habe, aus diesen Strukturen finally auszubrechen. Uranus ist unser Überraschungsplanet. Uranus ist der Planet, der wirklich für grundlegende Veränderungen sorgen kann. Für mich ist Uranus aktuell so ein Wachrüttler, so ein Hey, hier passt du nicht mehr rein, das ist nicht mehr dein Glaub, an das glaubst du nicht mehr, das ist nicht mehr dein Wertesystem, das ist nicht mehr das, was dir wichtig ist. Was auch immer hier passiert, diese aufrüttelnde Energie begleitet uns noch bis Januar und ich glaube auch, dass wir sie brauchen werden. Wir brauchen jemanden, der so ein bisschen an was schüttelt und rüttelt, damit wir möglicherweise die Veränderungen, die wir tun sollen, auch sehen, damit wir sie wirklich verstehen und damit wir auch die Möglichkeit haben, wirklich grundlegende Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Gut, meine Lieben, das war's. Diese Energien gelten für uns alle. Und jetzt gehe ich direkt weiter zu den einzelnen Elementen. Bis gleich. Hallo meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Forecast. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt gerade die Karten vorgemischt und die Karte Liebe hat sich jetzt zweimal gezeigt. Einmal beim Mischen und jetzt ist sie gerade liegen geblieben. Deswegen habe ich das Gefühl, sie möchte bei euch gesehen werden. Ich lasse sie draußen, nichtsdestotrotz kriegt ihr ganz normal noch Karten, die rausspringen. Auf dieser Karte Liebe aus meinem Herzen fühlen Orakel steht. Du liebst einen Menschen, weil du etwas in ihm siehst, was kein anderer sieht. Und ich habe, wer meine
meine letzten Readings gesehen hat, es geht im Moment wirklich sehr viel um die Liebe. Es geht wirklich sehr viel darum, das Leben wieder zu lieben. Also hier ist zwar die Rede von einem anderen Menschen, aber ich habe das Gefühl, generell will so viel Liebe sich gerade breit machen oder will so viel Liebe gehört werden. Liebe ist so eine Energie. Ich meine, es ist sowieso die stärkste Energie von allen, aber ich habe das Gefühl, es ist gerade wirklich vor allem in diesen herausfordernden Zeiten wirklich wichtig, eine positive Einstellung zum Leben zu haben und die Dinge mit Liebe betrachten zu können. Sehr, sehr liebevoll im Umgang mit anderen zu sein, denn das erhöht nicht nur deine eigene Vibration und macht dich zu einem stärkeren und besseren Menschen, sondern es ist eine wundervolle Energie. Nichtsdestotrotz, ne, steht hier natürlich die Botschaft, du liebst einen Menschen, weil du etwas in ihm siehst, was kein anderer sieht. Und möglicherweise ist es genau das. Vielleicht solltest du zu dieser Liebe stehen, vielleicht solltest du deine Liebe hier mit dieser Merkur-Energie, die ich gerade im Intro hatte, zeigen, deine Liebe nicht verstecken, deine Liebe nicht unterdrücken, was auch immer das für dich bedeutet. Aber ich habe das Gefühl, im November spielt die Liebe für euch, meine lieben Erdzeichen, eine sehr große Rolle. Und ich lese euch auch gleich die Botschaft vor, die hier noch geschrieben steht. Ich möchte nur erst noch ein paar andere Karten bekommen. Als erstes hätte ich gerne noch eine Karte aus meinem Spellcasting Oracle Deck und dann noch eine aus meinen Herzen fühlen Weisheitskarten. So, liebes Universum, eine Botschaft für meine Erdzeichen. Eine Botschaft für meine Erdzeichen. Healing. Und genau das passiert, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, hier geht es um Herzöffnung, um Herzheilung. Diese Transformationsprozesse möchten vielleicht auch wirklich Liebe in dich bringen. Liebe ist die heilendste Energie, die es gibt, meine Liebe. Und ich glaube, genau das könnte die Veränderung sein, könnte auch wirklich nochmal die Schattenseite beleuchten, damit ihr heilen könnt. Ich hätte gern noch eine Botschaft für meine Erdzeichen, liebes Universum. Eine Botschaft für meine Erdzeichen. Okay. Es will keine raus, meine Lieben. Dann lassen wir das so. An der Unterseite des Decks die Sehnsucht. Durch die Sehnsucht erfährt deine Seele, wie sehr du lieben kannst. Und meine Lieben, ich habe es ja gerade gesagt, dass die Skorpionenergie und ich bin Jungfrau, mich auch sehr stark beeinflusst gerade und ich spüre gerade wirklich selbst, dass Sehnsüchte hochkommen, die ich nicht kannte, dass Gefühle hochkommen, die ich nicht kenne. Und genau durch diese Sehnsucht erfahre ich gerade von einer Gefühlstiefe, denn auch das, die Tiefe der Gefühle, ist Skorpionenergie. Genau das ist etwas, mit dem ich mich persönlich genau die Energie spüre ich gerade auch. Dass ich mich mit Gefühlen auseinandersetzen muss, die ich von mir nicht kenne. Deswegen, wir lassen das mal hier so liegen, die Sehnsucht. Aber das ist eure Hauptenergie, Liebe und Heilung. Und das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Wie gesagt, meine Lieben, stellt euch nicht darauf ein, dass das ein Selbstläufer ist. Ne? Das kann auch nochmal ans Eingemachte gehen, aber das ist der größere Sinn dahinter. Das ist der Zweck, warum wir uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Du liebst einen Menschen, weil du etwas in ihm siehst, was kein anderer sieht. Durch wahre Liebe führst du Gespräche von Herz zu Herz. Nimm deine Maske ab und lass die Liebe fließen. Nur so kannst du Nähe zwischen dir und einem geliebten Menschen herstellen. Fühle energetisch die Liebe, die euch miteinander verbindet. Sie ist so rein und hell, dass dein Herz vor Freude tanzt. Und denke daran, wenn es kompliziert wird. Es ist nicht die Liebe, die schmerzt, sondern Verletzungen deiner Seele, die ihr gemeinsam durch eure Liebe heilen dürft. Und vielleicht, ne, sehnt ihr euch auch nach dieser Liebe. Vielleicht sehnt ihr euch nach diesem Austausch, nach diesem geliebten Menschen, der möglicherweise nicht in eurem Leben ist oder noch nicht in eurem Leben ist oder wie auch immer. Und ich glaube, auch diese Sehnsucht hier, die möchte mal gehört werden, die möchte wirklich mal gespürt und gefühlt werden, meine Lieben. Wow,
Okay. Ich muss wirklich sagen, meine lieben Erdzeichen, ich nehme hier eine sehr starke Herzheilung wahr, sagte sie und sah die drei Schwerter. Etwas, was ihr König der Schwerter vielleicht wirklich die Dinge, die so ein bisschen hinter verschlossenen Türen bei euch stattfinden, die Dinge, die man nicht so gern nach außen zeigt, weil man sich angreifbar macht, weil man sich verletzlich macht. Genau das, ne? Genau das will raus. Wow. Ich will es euch wirklich sagen, liebe Erdzeichen, das könnte sehr intensiv werden. Aber auch sehr heilend. Und welcher Heilungsweg ist schon einfach, wirklich. So, liebes Universum, ich hätte gerne eine Botschaft für meine Erdzeichen für den November. Eine Botschaft für meine Erdzeichen für den November. Wow, der Teufel und der Page der Schwerter. Und genau darum geht's, ne? Was triggert dich noch? Was hält dich noch fest? Was hält deine Liebe noch fest? Wie fesselt dich vielleicht die Sehnsucht? Du darfst was Neues lernen. Du darfst was Neues lernen über deine eigenen Limitierungen, über Limitierungen, die du von außen erhalten hast, über Beziehungsdynamiken. Ich habe das Gefühl, ihr dürft wirklich etwas lernen. Liebe Erdzeichen, oder zumindest, ich sage jetzt mal, den Abschluss finden eurer Lernaufgabe. Die drei Kelche und die zwei Münzen. Eine Karte zu den zwei Münzen, liebes Universum. Eine Karte zu den zwei Münzen. Und die hohe Priesterin. Eine Karte zum Teufel. Die sieben Schwerter. Ich hätte gerne noch eine Karte zu den drei Kelchen, liebes Universum. Oh wow. Wow, meine Lieben, an der Unterseite des Decks das Ass der Münzen. Wundervoll. Ganz wundervoll bisher. Also habt keine Angst vor den Karten, die hier liegen. Ich deute die ganz arg wundervoll. Also die drei Kelche, die 10 Schwerter und der Wagen. Was ich hier wirklich sehe, ist definitiv eine Sehnsucht hier mit den drei Kelchen nach Vereinigung, nach Ausgelassenheit, nach Freude, nach Miteinander. Eine Sehnsucht nach Miteinander. Und ich habe das Gefühl, die zwei Münzen hier sagen mir, ich weiß nicht genau wie. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch wirklich sehr unsicher in mir selbst, sehr unsicher in meiner eigenen Gefühlswelt, weil ich hier definitiv Themen habe, die ich entweder mir nicht anschauen wollte, weil ich Angst vor diesen Themen hatte, so nehme ich es ein bisschen wahr, mit dem Teufel und den 7 Schwertern. Oder es gibt hier irgendwelche Beziehungsdynamiken. Ich muss wirklich sagen, dass hier schon sehr, sehr auf zwischenmenschliche Beziehungen gemünzt. Vielleicht habe ich mich wirklich in ungesunden Dynamiken gehalten, mit Menschen, die einfach nicht auf meinem Level waren. Menschen, die nicht gut zu mir waren. Menschen, die davongelaufen sind, Menschen, die mich betrogen haben. Ne? Das hier sind einfach toxische, karmische Dynamiken, aus denen wir jetzt die Möglichkeit haben, etwas über unsere eigene Gefühlswelt zu lernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Teufel-7-Schwerter-Energie jetzt nicht was, kann natürlich sein, aber nicht was Hochaktuelles ist, sondern eher ein Zustand beschreibt, eine Dynamik, die wir unser ganzes Leben lang schon mitschleppen, weil wir eben diese Unsicherheit in uns haben. Und das, was ich hier oben wahrnehme, ist wirklich eine neue Selbstsicherheit in seiner eigenen emotionalen Welt, ein neues Fundament hier mit dem Ast der Münzen in seiner Gefühlswelt. Denn ich habe das Gefühl, die drei Kelche
Ich glaube, dass du hier wirklich noch Altlasten mit dir herumschleppst, die 10 Schwerter und die 10 Stäbe und der Wagen, dass du hier wirklich noch so alte Themen, so Anhaftungen deiner Seele, die deine Liebe blockieren oder die deine, möglicherweise auch deine Selbstliebe blockieren und die auch diese Sehnsucht und diese Wunsch nach Vereinigung, nach Zusammenkommen irgendwie ja, in so einem Looping immer halten, in so einer gewissen, ja, Unsicherheit. Was ich hier sehe, wenn du dich wirklich, wenn du diese Skorpion-Energie zulässt, der Page der Schwerter, und bereit bist, nochmal etwas über dich zu lernen, nochmal etwas darüber zu lernen, was blockiert deine Liebe, was blockiert dich da, was blockiert dich, an deine Ziele zu kommen, was trägst du hier noch mit dir rum? Was du finally, und darum ging es ja, 10 Stäbe heißt Ende, dass du finally loslassen darfst. Der Wagen ist für mich, also der Wagen ist Krebskarte und da geht es um Familie, Zuhause, Ankommen, Kind sein. Und genau das, glaube ich, sind so Themen, die wirklich nochmal angetriggert werden könnten, damit sie Heilung finden, diese Themen. Und dieses Loslassen dieser Themen, ne, diese Belastungen hinter dir lassen, diese Unsicherheit in dir selbst hinter dir zu lassen, bringt dich auch vorwärts, bringt dich hin zu diesem Ast der Münzen, bringt dich zu einer neuen Selbstsicherheit in dir selbst, zu einer neuen Sicherheit in dir selbst, die vielleicht vorher nicht da war. Und das gibt dir auch diese, ich sage jetzt mal, dieses gute Standing zu dir und deinen Gefühlen, zu wissen, was du fühlst, wer du bist, möglicherweise auch wirklich hier nochmal ein Hinweis auf einen Neuanfang innerhalb deiner spirituellen Reise. Die Hohepriesterin spricht nicht nur von der tiefen Gefühlswelt, sondern ich habe das Gefühl, du lässt so was Altes hinter dir und kommst und hast die Möglichkeit, eben ganz bei dir in dieser Liebesenergie anzukommen. Und der Spiegel oder der Auslöser, der diesen Prozess bei dir in Gang setzen könnte, ist vielleicht wirklich Sehnsucht, meine Lieben. Ass der Münzen lasse ich mal hier. Und hier ja, meine Lieben, unter dem Ass der Münzen die 6 Kelche. Und ich glaube, es geht wirklich darum, König der Stäbe darunter und das Ass der Schwerter. Also, ja, wow, meine Lieben. Es geht hier darum, der König der Stäbe, der schaut hier zurück auf die Vergangenheit, eben auf die Kindheit. Die Erkenntnis, der hat den Mut und schaut sich das alles, wie dieser Page der Schwerter, schaut sich das alles wirklich nochmal ganz mutig an und erkennt plötzlich, vielleicht wirklich oder bekommt wirklich Antworten, was ich gerade in dem Intro gesagt habe. Vielleicht geht es hier um Kommunikation mit irgendjemandem, was eine klare Antwort für dich ist. Eine klare Antwort, meine Lieben. Darunter die 6 Stäbe, Quatsch, die 8 Stäbe. Eine klare Antwort, die für dich die Richtung ändert. Ich würde jetzt aber gerne noch eine Karte hier zum Wagen haben. Nämlich, wo geht es für dich danach hin? Wow. Ass der Kelche und die 8 Münzen. Die neue Richtung ist wirklich daran zu arbeiten, dass dich diese Liebe, nach der du dich sehnst, dass sie dich auch erreichen kann. Dass du plötzlich weißt, was zu tun ist, damit Liebe und damit diese Sehnsucht, die hier offensichtlich liegt, damit aus dieser Sehnsucht auch was entstehen kann. Ich habe, also Ass der Münzen, Ass der Kelche, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, ja, mit diesen alten Themen auf deiner tiefsten Gefühlsebene musst du dich nochmal auseinandersetzen, damit du es loslassen kannst. Es wird dir nochmal was gezeigt. Etwas,
wie du weitermachen kannst, wie es weitergehen soll. So nehme ich es wirklich wahr. Was musst du tun, damit die Liebe, nach der du dich sehnst, auch wirklich kommen kann? Und bevor ich jetzt ins Extended einsteige, meine Lieben, ich hätte gern noch eine Karte hier zum Pagen der Schwerter. Liebes Universum, warum liegt der Page der Schwerter hier? Die sieben Stäbe. Welches Thema wolltest du nicht an dich ranlassen? Mit welchem Thema hast du versucht? Und jetzt das Ass der Stäbe an der Unterseite des Decks. Wirklich, das Universum bietet dir hier die Möglichkeit auf einen Neuanfang. Wenn du bereit bist, deine Mauern fallen zu lassen, verletzlich zu sein, die Gefühle, die gehört werden wollen, auch wenn sie schmerzhaft sind, auch wenn sie ungemütlich sind, auch wenn sie wirklich irgendwas Karmisches an sich haben. Es ist an der Zeit, diese Mauern einstürzen zu lassen und reinzufühlen, dir das wirklich genau anzuschauen, wonach du dich sehnst. Weil da dieses Thema, was auch immer dein Teufel, deine sieben Schwerter sind, was auch immer du versucht hast, ich habe das Gefühl, die sieben Stäbe sind hier so, ich will Kontenance bewahren, ich will nicht mein Standing verlieren, ne? Ich will bei mir bleiben, ich will kein emotionales Wrack sein oder was auch immer. Es ist an der Zeit, diese Heilungsenergie zuzulassen, denn das Universum bereitet, ja, meine Lieben, unter dem Ast der Stäbe der König der Kelche, bereitet dir einen Neuanfang oder hilft dir dabei, wirklich auch die Liebe, diesen anderen Menschen in dein Leben zu ziehen, wenn du es schaffst, dieses Thema zu heilen. Drei Asse bei so wenig Karten. Meine Lieben. Wundervoll. Wir schauen gleich mal weiter. Ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier noch genauer eingehen möchte. Aber habt keine Angst vor der Veränderung und habt auch keine Angst vor dieser Skorpionenergie, die vielleicht wirklich nochmal ans Eingemachte geht. Dass ihr hier mit Gefühlen konfrontiert werdet, wo ihr eher so, nee, will ich nicht, ne, ist keine Ahnung, ist zu krass, habe ich schon angeschaut oder irgendwie habt ihr hier so, nee, 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 an diese Stellen, an diese Kisten gehen wir nicht. Diese Legung sagt euch, schaut euch das an, geht an diese Kisten, weil es bringt eine wundervolle Heilungsenergie. Geht auch, ne, schaut euch vielleicht auch wirklich, setzt euch mit dem Pagen der Schwerter und der Sehnsucht, setzt euch mit euren Sehnsüchten auseinander. Und dann, wenn euch irgendwelche Gefühle übermannen, dann lasst sie raus, weil es gibt hier Dinge mit den 10 Stäben, die wirklich von eurer Seele gehen wollen. Eure Seele will von diesem Ballast befreit werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr dann nach diesem Prozess, nach diesem Heilungsprozess, auch wirklich daran arbeiten könnt oder das Universum mit euch zusammenarbeitet an einem Weg, an dem auch all das hier wirklich möglich ist und mit dem Ass der Münzen definitiv auch in der 3D erlebbaren Welt. Gut, meine Lieben, ich lasse das hier so stehen. Wie gesagt, unten in der Infobox ist der Link zum weiterführenden Reading und dann schauen wir mal, was da noch für eine Botschaft rauskommt. Gut, in diesem Sinne. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.